Diese alte Straßendecke wahrscheinlich, oder? Wie mache ich denn das? Drücke X. Okay, machen wir. Juhu! Jetzt kann ich mit dem Presslufthammer hier durch die Gegend Pressluft hämmern. Kann ich hier auch durch? Juhu! Boah, das gibt richtig Asche. Voll gut. Jetzt müssen wir die nur noch einsammeln. Oh nein, sie blinkt und verschwindet. 86% ist schon richtig entfernt. Ist das hier auch noch zu entfernen? Ah, das auf jeden Fall nicht. Noch gelbe Münzen gewesen. Was ist das hier? Achso, das war Schrott. Hier ist noch was. Aber hier geht's auch nicht weiter. Gehört das hier noch mit dazu? 91%. Ah, das gehört da noch mit zu. Okay. Und das auch? Boah. Ich habe hier das Haus ganz eingerissen. Die Frage ist, was bringt mir das? Finde eine Möglichkeit, die Straße, das Haus... Ach so, das Haus muss ich auch kaputt machen. Okay. Ich weiß aber nicht, was noch. Ah doch, wir können das komplette Haus einreißen. Ja. Warum denn auch nicht? Mit dem Presslufthammer. Und wenn man direkt daneben steht, das ist auch kaum gefährlich. So, und jetzt an dieser weißen Fläche können wir jetzt wahrscheinlich weitermachen. Und da ist das Haus kaputt. Hey, hey, ein Traum. Arbeit. Also als nächstes möchte ich diesen Wohnblock abreißen. Aber dafür reichen die Bohrer nicht aus. Ja, am besten ihr sucht erstmal eine Anleitung zum Bau einer Abrissbirne. Boah. Darf ich gleich Abrissbirne fahren? Birne. Wie die Berliner Menschen sagen würden. Ich muss eine Anleitung finden. Sogar zwei. Hallo, hast du Baupläne für eine Abrissbirne dabei? Ich glaube schon. Irgendwo zumindest. Ich weiß es erst, wenn der Montageschacht wieder funktioniert. Kannst du mir vielleicht dabei helfen? Ja, bestimmt. Aber warum ist denn hier alles kaputt? Setz ihn zurück! Toll! Ah, hier hast du ja Strom. Hat jemand was gemacht? Wenn ja, ja, ich hab was gemacht. Das nochmal. Hier oben ist nämlich auch noch was. Müssen wir hoch. Das geht aber wahrscheinlich nur, wenn wir hier nochmal den Bohrer anlegen. So. Ach komm, warum funktionierst du nicht? Blätter einfach zur nächsten Seite um. Ist das zu viel verlangt? Blöder Apparat. Tschu-tschu. Ich will gucken, was man hier sonst noch so machen kann. Entschuldigung, dass ich gerade nicht genau das mache, was von mir erwartet wird. Okay, das mache ich sowieso nie, aber... Au! Hier darf man nicht lang. Da kommen neue Kisten runter. Dann kann ich jetzt ja doch hier hochgehen. Und genau das tun, was von mir erwartet wird. Was Mr. und Mrs. Lego ja, wollen, so. Was ich ganz tue. Ganz reinschieben! So, und dann schieben wir die Batterie auch noch hier. Gut so, das klappt! Ja, das jo, funktioniert! Jo. Oh. Juhu! Die Anleitung für die Abrissbirne war in meiner Hosentasche. Ah, du Dummerchen. Hast du nicht gemerkt, ne, dass sie da drin ist? Naja, egal. Ich habe dir ja gerne geholfen und kannst dich ja später mal bei mir bedanken vielleicht. Irgendwann kannst du dich dafür erkenntlich zeigen. Bin mir da sicher. Gut. Ich hau noch ein paar Sachen kaputt und dann gehen wir weiter. Versprochen. Guck mal, die Umblättermaschine läuft. Die blättert vielleicht auch ein bisschen zu schnell um. Ja, das scheint nur die Hälfte zu sein. Die andere liegt wohl noch oben auf dem Gebäude. Bestimmt hat sie irgendwer da oben mitgenommen. Ja, bestimmt. Auf welchem Gebäude? Oh, was? Wow, oh, wie lange habe ich denn geschlafen? Oh Mann, ich bin zu spät für meine Kaffeepause. Ja, beeil dich mal lieber. Nicht, dass der Kaffee noch kalt wird. Jetzt können wir das nächste Rätsel lösen. Finde einen Weg, das Förderband in die andere Richtung zu laufen lassen. Okay. Können wir hier was machen? Oh ja, hier können wir was machen. Hui. Kran fahren, ich fahr Kran. Wir müssen die Richtung des Förderbands umkehren, wenn du aufs Dach willst. Jetzt kommt sie und dann fahre ich sie hoch. Hast du eine Idee, wie wir an den Schalter kommen? Oh, und jetzt wechsle ich mal gerade hier die Figuren. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil von diesen Lego-Spielen. Dass man mit einer Figur irgendwo interagiert. Und dann mit der anderen Figur halt
irgendwas erreichen zu können. Das ist eigentlich wirklich in jedem Spiel gleich. Die funktionieren alle ungefähr gleich. Hey, kannst du den Jungs sagen, dass ihre Pause schon seit über 10 Minuten um ist? Und sag ihnen, dass ich nicht gerne aus dem Kantinencontainer ausgesperrt werde. Hallo, eure Pause ist vorbei. Sie ignorieren mich. Dann lass dir was anderes einfallen, um sie da rauszuholen. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich gerade zuletzt erzählt habe. Ich werde ja immer so unschön unterbrochen, so unfein von den anderen Gesprächsteilnehmern hier. So, dafür mache ich denen jetzt alles kaputt hier oben. Alles, was die bisher aufgebaut haben. Können wir nochmal genau zu dem Charakter wechseln und gucken, kann man die Platten hier kaputt machen? Nee, ne? Schade. Aber, nee, doch. Ich wollte gerade sagen, man kriegt die Anleitung für eine Abrissbirne rum, oder? Kriegt diese Gegenstände halt viel schneller kaputt mit dem Teil. Dann gehört sie dir. Das ist Erpressung, mein Lieber. Die kannst du doch da selber rausholen. Dafür müssen wir bestimmt wieder dieses komische Ding hier kaputt machen. Guck mal. Jetzt haben wir da nämlich eine Sprungplattform für die Lady freigeschaltet. Aber schnell noch die Münzen einsammeln. Wir haben ja schon relativ viele mittlerweile. Und bin gespannt, ob sich das lohnt. Ich müsste es sich eigentlich lohnen. So, hier können wir was schieben. Einen Stecker in eine Steckdose rein. Und da war Musik. Yay. Okay, okay. Da sind Boxen. Und offensichtlich müssen wir diese Boxen heile machen. Ah ja, steht da unten auch. Repariere beide Lautsprecher. Damit die Arbeiter weiter arbeiten. Dafür müssen wir jetzt aber die Lady nehmen und mit der Lady hier hochhüpfen. Das ist die Namenlose. Namenlos Lady ist das. Und hier reparieren wir jetzt einfach fix den Lautsprecher und dann fallen die da bestimmt vom Dach, weil sie sich erschrecken, wenn der Lautsprecher jetzt auf einmal wieder laut spricht. Oder auch nicht. Schade. Hallo? Hallo? Die wollen nicht mit mir spielen. Ich prangere das an. Reparier das. Los. Und reparier gefällig schneller. Und ich werde die ganze Zeit gefilmt, ne? Die Kamera zeigt schon wieder auf mich. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich liebe dieses Lied. Oh ja, das Lied ist geil. Oh, jetzt tanzen die auch noch. Komm, feier mit uns. Drücke im richtigen Moment Y, A und X, um weiter zu tanzen. Ich wäre gern geil! Wow. Dieses Lied läuft in dem Film auch öfter mal durch und es kann, hat ein schreckliches Ohrwurmpotenzial. Ich hoffe, das geht euch genauso. Fände ich super, wenn ihr jetzt mit einem, nachher mit einem Ohrwurm vorm Rechner sitzt. Und die ganze Zeit, everything is awesome! Singt. Ich kann das halt ungefähr genauso gut wie die Frau in dem Lied. Hier sollte man das Tanzen verbieten. Boah, ich kann das richtig gut, oder? Guck mal. Toll. Groovy. Toll. Coole Moves. Boah, das Lied ist so super. Das ist mindestens so gut wie die Scheiße, die so in den Charts läuft. Also. Oh, 1 von 3. Was auch immer. 1 von 3. Gut gemacht. Dankeschön. Gut. Gut, toll. Und einmal super. Das hat 10.000 Geld gebracht. Immerhin. Oh, Pech gehabt. Können wir es normal machen? Ich habe doch alle getroffen. Oder war das Timing nicht ganz so perfekt, wie die sich das eigentlich wünschen? Ich weiß es nicht. Zack. Okay, Männer, baut mir eine Abrissbirne. Das mache ich. Oh, falscher Knopf. So, da ist die Abrissbirne. Die Birne. Was fehlt denn? Welches Teil fehlt? Welches Teil fehlt? Ich bin so aufgeregt. Dieses Teil fehlt. Zack, zack, zack. Oh, oh, was fehlt jetzt? Was fehlt jetzt? Jetzt fehlt das. Und noch was, es fehlt noch was. Das fehlt. Das muss man schnell machen, weil dann kriegt man viel Geld. Und das ist ein ziemlich cooles Feature von diesem Spiel. Dass man hier noch so selber, so gefühlt selber ein bisschen was bauen darf. Und da ist die Abrissbirne.
Y. Komm, steig da ein. Holt gut die Frau darf aus Steuer und macht heute diesem grässlichen Anblick ein Ende. Okay, wie geht das? Bam! Im richtigen Moment muss man zurückschwingen. Und nochmal. Ja, wenn das da über dem Weißen ist, glaube ich, dann ist das perfekt. Sehr gut. Zack. Und genau rechtzeitig. Sehr gut. So, der Weg ist frei. Boah, das Lied läuft immer noch im Hintergrund. Ich gehe heute nach der Arbeit in die Sportsbar. Wer will leckere Chicken Wings essen und abfeiern? Chicken Wings? Ich liebe Chicken Wings. Hey, wer will mit mir ein Croissant teilen? Croissants? Ich liebe Croissants. Oh ja, und ich liebe Riesenwürste. Riesenwürste? Echt jetzt? Wisst ihr, was ich am liebsten tue? Mit Leuten, die mir wichtig sind, was Leckeres essen. Brett, Barry, Gail, wie wär's? Oh. Nein, halt, Leute, wartet. Okay, wir sehen uns dort. Wo ist sie hin? Ah, da bist du ja. Ich glaub, was war das? Hey, Kumpel, ich sag's nur ungern, aber du dürftest hier eigentlich nicht sein. In den Regeln steht ja auch extra: Melde sofort, wenn du irgendetwas Seltsames siehst. Nun, ich fürchte, ich muss dich melden. Was für eine schöne Lego-Frau. Warten Sie! Hallo! Ich wollte Sie nicht erschrecken! Es tut mir... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Boah, das habe ich gerade fast nicht gemerkt, dass ich schon wieder spielen soll. Das ist ein bisschen Indiana Jones hier gerade. Oder? Sieht ein bisschen so aus. Kann ich irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Oh, 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 au, 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 au. Okay, wir spielen wirklich genau den Film nach. Vielleicht werden manche Teile ausgespart. Ich weiß es nicht. Oder auch eben nicht. Keine Ahnung, das werden wir vielleicht dann noch sehen. Wie sich das Spiel noch so... Wie das Spiel noch so weiterläuft. Oh, guck mal, hier jetzt müssen wir durch die Ringe, glaube ich, oder? Um das Geld zu kriegen. Das ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich gemacht hier. Jetzt haben die ja auch was dazu gelernt. Das war... Oh, oh. Es war bei Indiana Jones teilweise mal ein bisschen so... dass man sich gedacht hat, oh, schon wieder das machen. Und die Aufgaben sind immer sind sehr ähnlich. Trotzdem ist das Spiel super. Aber man hatte so ein bisschen manchmal das Gefühl, hey, wir haben da einfach nochmal Copy und Paste gemacht bei den Aufgaben. Ne? Und hier jetzt, bis jetzt noch nicht eigentlich. Was ist das? Berühre das Stück. That's what she said. Du bist die außergewöhnlichste Person des ganzen Universums. Ein Glück, es war nur ein Traum. Ah! Du hast es gefunden. Was geht hier unten vor? Du hast es in der Hand, Emmett. Du kannst jetzt... Wow, was für ein Psychogramm. Baustelle in Steinstadt. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet und eine Errungenschaft. Lass uns abfeiern. Emmett! Und? Emmett im Schlafanzug? Oh, nein, das wollte ich gar nicht so schnell wegdrücken. Aber auf jeden Fall haben wir Emmett freigeschaltet, die Spielfigur. Das, was ihr da eben gesehen habt, ist die ganze Spielfigurenübersicht. 100% haben wir abgeschlossen in diesem Level. Das ist natürlich perfekt. Ja, 0 von 5 verstecken. Einen von 70 besonderen Steinen. Also ihr seht, man kann in diesem Spiel unfassbar viel erreichen noch. Und jetzt sind wir hier mit der Lady, deren Namen mir gerade entfallen ist, immer noch auf der Baustelle. Und wir müssen jetzt hier Dinge tun. Guck mal.
Diese Springereien können wahrscheinlich nur Frauen. Nö, offensichtlich kann er das auch. Aber nur, wenn ich ihn nicht spiele. Wenn ich das bräuchte, dann... Naja, egal. So. Hui. Hui. Los. Boah, man kann die ganzen Häuser hier kaputt machen. Das ist ja cool. Und die Häuser sind wahrscheinlich einfach nur ein Baucontainer gewesen, aber ich nenne sie Häuser. Wir laufen weiter diesen grünen Pinocchio hinterher und... Er ist der beste Präsident aller Zeiten. So ein guter Text. Aber wir können hier mit fahren. Komm, steig da rein. Boah, ist das behäbig. Huch. Steh auf. Nein. Nein, ich habe das Auto verheizt. Na super, steig mal aus. Ja, wir gehen dann zu Fuß weiter und sollen hier rüber. Hier waren wir auch schon mal. Hier liegt wieder überall Geld rum. Also man kann hier halt jedes Mal im Prinzip von vorne anfangen, alles kaputt zu hauen und einzusammeln. Und so kommt man dann auch entsprechend viel Geld, um diese ganzen... wie von mir bereits erwähnten, Charaktere freizuspielen. Und ich weiß noch nicht so genau, wo wir jetzt gerade hier hinklettern, aber wir sind da. Flucht aus Steinstadt. So heißt es. Emmets Presslufthammer kann rissige Lego-Gegenstände zerstören. Na gut, das wissen wir ja schon länger. Also so ein bisschen länger, so ein paar Minuten wissen wir das auf jeden Fall schon.